ich bin gerade mit dem Hund unterwegs und ja, wie ihr sehen könnt, bin ich nicht in der Schweiz. Ich bin nämlich in Schwendau und mache Urlaub. Ja, das Wetter ist hier ziemlich unbeständig, also ziemlich doof. Man weiß nie, wenn es gut ist, wenn nicht. Und ja, es ist ein bisschen doof hier. Aber wir haben vor, heute auf den Berg zu gehen und dort ein bisschen die Gegend zu erkunden. Ja, mal gucken. Jetzt sind es schon 2 Tage dort, ein Tag. Also am Abend sind wir ja dann so um 16 Uhr oder so. Nein, 14 Uhr sind wir ja angekommen. Und dann haben wir am Abend noch eine Velotour gemacht. Und am zweiten Tag ist es regnerisch gewesen und da sind wir dann baden gegangen und dann noch in die Stadt. Und eben heute werden wir den Bergen erkunden. Ja, ist sehr schön hier. Aber eben wie gesagt, es ist sehr, das Wetter sehr beständig, weil man weiß nie, wenn es schön ist, wenn es nicht schön ist. Ja, von dem her, es ist echt ein bisschen kacke. Und es ist echt immer kühl. Ja, es zieht jetzt auf. Es klart auf, das sind die Berge. Ja. Ja. Und wir gehen nach, ich sag's mal, so nach da hinten gehen wir. So in die Region. Ja. Ja. In der Schweiz ist es sehr schön. Das Wetter, ja, hält. Und nächste Woche soll es in der Schweiz auch so schön warm sein. Also für euch diese Woche. Ja, mega schön. Lendo, komm, weißt du was? Ja, Lendo hat ein neues Geschirr und Leine bekommen. Und es ist leider, ja, nicht so lange wie das andere. Aber egal. Ja. Guckt mal. Ein schönes Häuschen hier. Ja. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Genau. So. Wir werden jetzt mal Gassi gehen. Und ja. Ich hoffe, es klappt alles. Die Eltern von meinem Freund sind auch dabei. Sind ja mit der Familie. Und dann werden sie Orlando nehmen. Übrigens, die Leine und das Geschirr haben sie von Oma und Opa, sozusagen. Ja, genau. Ach ja, übrigens, ich laufe in die falsche Richtung. Also, weil es hier einfach so nicht so viele Robidogs hat. Ist ein bisschen blöd, aber was ich sehr, sehr, sehr cool finde hier, die sind so hundefreundlich. Sind richtig krass hundefreundlich, denn in jedem, wie soll ich sagen, in jeder Boutique oder so, in jedem Laden, wo man reingeht, sind Hunde erlaubt und die Hunde sind hier auch sehr, sehr willkommen. Das ist echt süß hier, richtig süß. Also ja, finde ich mega schön, dass Hunde hier erlaubt sind und die auch nichts dagegen haben. Ja, richtig toll. Und ja, ich zeige euch gerade das Hotel. Ja, das Hotel Neuwerft ist schön. Und wir haben ein Upgrade bekommen, weil ja, das Problem war, das Zimmer war zu klein. Für den Hund und für uns, also ja, es war schon mickrig. Jetzt haben wir ein größeres bekommen mit Balkon. Also wir hatten vorher auch Balkon, aber kleiner. Und ja, so, ich drehe euch mal. So, das ist die Straße, wo man reinkommt. Und das ist das Hotel. Sehr schön. Ja, alle wirklich sehr, sehr, sehr freundlich. Und ja, ganz toll. Ja,
Und da oben, hier oben, waren ich und mein Freund mit dem Fahrrad schon. Es geht richtig steil rauf. Ja, cool. Ne? So. Und jetzt kacke mal. Er kackt schon wieder nicht. Ich weiß nicht warum, aber ja. Er möchte einfach nicht. Orlando. Mach mal Kacke. Kacke machen.
geschafft. Wir sind wieder hier. Wir haben jetzt 2 Stunden gebraucht. Also eine Stunde fast weniger. Jetzt sagen wir 2,5 haben wir gebraucht. Normal steht da 3 Stunden. Aber ja, war cool. War am Anfang sehr streng. Alles hinauf, 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 hinauf. Und jetzt ging es der Straße entlang. Und ja, alles runter. Jetzt gehen wir die Fahrräder holen. Und dann geht es nochmals weiter. Wir gehen jetzt nochmal wandern. Und zwar an einem anderen Ort. Wie heißt das? Kleine Tibet. Ja, genau. Kleine Tibet. Und ja, bis dann. Zu Hause und ihr habt es ein bisschen gesehen, ich habe euch ein bisschen mitgenommen. Es war nicht einfach zu filmen, weil einfach immer was los war. Wir waren immer unterwegs, wir hatten immer, ja, ich sage es nicht Stress, aber wir waren immer frühstücken, dann parat machen, dann los, und das ging die ganzen 4,5 Tage so. Und ja, deshalb kam jetzt nur so wenig. Ich hoffe, es reicht. Ja, ich würde euch sagen, Schwendau ist echt zu empfehlen. Also richtig schön. Und man kann da so viel wandern, Sachen erleben. Wir haben sogar noch am Freitag waren wir bei Swarovski in der Höhle. Also ja, nicht, also die Ausstellung eigentlich. Und ja, wir haben so viel entdeckt. Und das war so schön mit dem Wasserfall. Und was mir auch gefallen hat, ist die Staumauer. Aber es war leider so hässlich Wetter. Also wir kamen an, oben, bei 2000 Meter. Und dann dachte ich so, nee. Es hat voll runter geregnet. Also richtig übel geregnet hat es. Und ja, es war manchmal mega schade. Wir haben dann 5 Euro ausgegeben pro Fahrt. Und ja, wir dachten so, nee, voll schade, jetzt können wir nicht sehen. Wir wollten zuerst alles rauflaufen, aber das war dann zu weit, weil wir mussten dann so alles so rauf. Und dann haben wir dann den Bus genommen. Und der Bus hat uns auf die Staumauer gebracht. Und wir wollten dann noch weiter, weil wir könnten dann um die Staumauer quasi herum. Das ging aber leider nicht, weil es eben, erstens war es zu spät, wir waren ja schon am Morgen wandern, und dann am Nachmittag hat sich das einfach nicht gelohnt, wir waren zu spät dran. Aber nur schon der Weg bis dahin, also bis zum Platz, wo wir dann den Bus einsteigen mussten, das war auch so Bäm, wow, also richtig, oh. Also dort hat es mir echt gefallen, also ich muss auch wieder dorthin, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich es nächstes Jahr noch mache oder übernächstes Jahr, also sicherlich übernächstes Jahr, aber es war so, boah, also es hat mir echt gut gefallen. Was mir halt eben nicht gut gefallen hat, ist jetzt das Schwimmbad gewesen. Ich habe mich dort ein bisschen verletzt, nicht so schlimm, aber das hat mir nicht so gefallen. Ja, den Rest war super, auch das Frühstück war, sage ich mal, ganz gut, okay, ja, doch, es gab Auswahl. Das Abendessen war eigentlich auch gut, nur es war ein bisschen fad für mich, aber man kann es ja nachwürzen. Aber sonst war alles gut, das Zimmer waren sauber, die Leute waren sehr freundlich dort, auch der Chef. Ja, den muss ich eben noch eine gute Bewertung machen. Also das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Und der Platz, das ist auch schön. Man kommt von dort überall hin. Und es ist alles schön erreichbar. Also ja, eben mein Freund ist am Dienstag, Mittwoch noch geflogen. Ja, also wir waren
eben wie gesagt immer unterwegs auf den Bergen. Wir waren sogar mit dem Fahrrad dann auf dem Berg, auf dem Penn, wie heißt er? Ich blende es hier ein. Und da gingen wir dann mit dem Fahrrad runter, mit den E-Bikes, und es war ganz schön anstrengend. Es war aber auch toll, aber auch gefährlich, weil einfach alles aus Kies war, der erste Teil. Aber es war wirklich schön. Es war wirklich schön. Es ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Schwendau. Und wir waren im Hotel zum Neuwirth. Neuwirth heißt Neuwirth oder Neuwirth? Ich muss mal nachgucken. Blende ich euch auch hier ein? Ja, ich weiß. Und ja, es war eben auch ruhig. Es gab auch keine Kinder dort oder so. Also es war auch die Umgebung war ruhig. Also es war wirklich. Und es hat nicht so viele Leute. Nicht so viele Touristen gab es auch nicht. Und also viele Deutsche und so, aber nicht so, dass es jetzt überfüllt war. Das sehe ich an anderen Orten viel, viel mehr. Aber auf jeden Fall, es war schön. Und danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Und ja, genau. Bis dann.